Wir befinden uns hier in der sogenannten Zugangskammer. Hier werden die Gefangenen außerhalb von den Geschäftszeiten aufgenommen. Außerhalb der Geschäftszeiten bedeutet ab 16 Uhr nachmittags. Und wenn der Gefangene hier reinkommt, dann muss er sich einmal komplett entkleiden. Wir sehen ja hier dann auch die ganzen Körbe mit Kleidung und auch Schuhwerk und Decken. Das bekommt der Gefangene dann ausgehändigt und alle Kleidung und Gegenstände, was er dabei hat, die werden in einem sogenannten Kleiderbeutel verwahrt. Dieser wird dann auch verblombt im Beisein des Gefangenen, so dass ihn niemand mehr öffnen kann. Und am nächsten Tag zu den Geschäftszeiten kommt er dann wieder hier vorbei und dann wird die Aufnahme des Gefangenen fertig gemacht. Wir befinden uns hier im Habelager der Gefangenen. Hier werden die ganzen Kleiderbeutel und die Pakete, die wir oben beim Zugang gemacht haben, gelagert. Und damit es gut aufgehoben ist, damit nichts verloren geht, haben wir dann hier die Regalwände nummeriert, damit man auch direkt findet, wo was hängt. Die Kleiderbeutel sind ja auch nummeriert. Auf die Pakete kommt dann auch eine Nummer, sodass lagerlogistisch alles einwandfrei ist. Grundsätzlich wird eigentlich alles aufgenommen und mit reingebracht. Also wenn ein Gefangener jetzt sein Fahrrad mitbringt oder wir haben auch einen Rollator, dann wird das auch hier unten gelagert. Wir können ja schlecht zu dem Gefangenen sagen, geh nochmal nach Hause, stell den Rollator zu Hause hin oder das Fahrrad zu Hause hin. Wenn es halt dabei ist, ist es dabei. Dann bleibt es hier auch bis zum Tag der Entlassung und dann bekommt er es wieder mit nach Hause.